Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute eine Runde L'Oreal in der Midlane mit dem sehr, sehr interessanten Machtwortbild, das zurzeit super funktioniert, das sich von euch viele gewünscht haben. Viel, viel Spaß mit dem Video. Die Wonder Woman hat null Spielerfahrung, Dazuka sehr, sehr viel. Ah, okay, Didi, sehr, sehr gut. Genau, Alm Fox, auf jeden Fall mache ich das. Den Schlechter nicht alleine, ich glaube eine Poira. Eine Alice glaube ich nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob ein Chaukner das kann. Eine Mina. Sowas halt. Wer ist eigentlich in der Mitte? Ah, Gildo, okay. Hatte ich schon mal gehabt. War gar nicht so bad. Habe ich auf jeden Fall Zeit schon mal denied. Und habe den Creep geklaut. Sehr, sehr schön. Sowas hilft immer. Das hilft auf jeden Fall immer, wenn ihr irgendwie im Early Game schon den Creep wegnehmen könnt von dem gegnerischen Jungler. Dann kommt er auf jeden Fall nicht Level 4 nach seinem Clear. Und das ist sehr wichtig. Okay, es ist Ryoma gegen Zuka. Da ist der Nagrod. Ah, ich denke, die kommen da nicht ran. Nee. Ich habe aber meine Träne, das heißt, ich muss gar nicht zurückgehen auf der Lane. Ich einen Proc kriegen, wieder alle Creeps bekommen. Sehr, sehr schöne Sache. Geh jetzt hier zur Geisterwache hin und helfe dem Zephyr dabei. Ist noch nicht klar, Lighty, wann der Held rauskommt. So, Level 4 ist da. Jetzt kann ich auf jeden Fall gut ganken gehen. Level 4 early mit L'Oreal ist immer gut. Ich bin so ein halbes Level vor Gildo ungefähr. Ups, außerdem gegen die Wand gesprungen. War aber gar nicht so schlimm. Chalk nach Ulti. Okay, er ist noch nicht Level 4. Der Chalk. Oh mein Gott. Auf einmal ist der Zuka da. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Auf einmal kommt Zuka aus dem Gebüsch und macht uns alle weg. Alter Schwede. Moin Fitness Freddy, hi. Wenn du die zweite maxst, der CD verringert sich nicht bei dem höheren Level. Schaut mal. Ich habe hier 8 Sekunden. Und ich habe hier 8 Sekunden. Also, wenn du die zweite hochlevelst, der CD wird nicht geringer. Sir Erik. Aber vielen Dank für den Tipp trotzdem. Also L'Oreal's CDs werden nicht geringer, wenn du die Fähigkeit levelst. Wollte ich damit sagen. Omen spielen einige, doch. Nemesis auf jeden Fall. Das auf jeden Fall doch. Aber das Gute war, da kam zwar der Zuka. Aber der Ryoma hat auch noch sehr, sehr gut aufgeräumt. Moin, Limao. Limao. Vielen, vielen Dank für dein Follow und willkommen. Sir Gildo. Simina. Russ ist, ist eigentlich gut, aber in der Meta zurzeit ist er nicht so stark. Aber eigentlich ist er gut. Ja. Hält er immer noch glücklich mit seinen Dieter-Emotes. Sehr, sehr schön. So, nebenbei immer mal so ein bisschen Farm klauen aus dem Jungle vom Gegner. Das hilft. Kann mir jetzt hier auch noch die Spinne wegnehmen. Okay, Top Vayne wird hardcore gegankt.
gut aus. Machen jetzt den Drake. Eventuell gehen sie zum Drake. Oder? Ne, gehen sie nicht. Okay, dann gehe ich die Toplane deffen. Ich dachte, die fangen vielleicht den Drake an. Die sind immer zu schön, Cyanwolf, auf jeden Fall. Wenn die erste Auto-Attack bei Rest schon einen Stun verursacht, das wäre zu krass, glaube ich. Ich glaube, das wär nicht ohne. Nee, Cyanwolf, höchstens ein Timeout. Moin, Darkmoon. Hi, welcome back. Ah, okay, ist für Erik. ich denke, der beste Gehalt für Silber und Gold ist... Komm, wir machen den. Wir machen den. Wir schaffen das. Ich denke, das ist Superman, der beste Held für Silber und Gold. Bist Diamond, jedes Game Superman, du bist locker ein Diamond irgendwann. Ich kann weiter tanken. Wir machen den. Wir ziehen das jetzt durch. Gleich kommt zwar der Zucker und springt hier komplett rein. Ich break das und ich bin jetzt out of Mana. Nein, er ist gestorben. Aber wir haben den Slayer geschafft. Gerade noch so, als bevor der Gildo gekommen ist. Riskanter Call, Leute. Sehr riskanter Call. Sehr, sehr riskanter Call. Aber es hat funktioniert. Nehmen wir uns so mit. Die Leute wegtreiben, du meinst wegschieben. Okay. Ich weiß auch gerade nicht, wie das heißt auf Deutsch. Wie es heißt auf Englisch. Aber ich weiß, wie du meinst. Ja, so wie Superman halt. Die Leute schieben durch die Gegend. Meine Slayer-Calls sind boosted, normalerweise, ja. Aber der war okay. Habe ich mir so mitgenommen. So, 40% CDR müsste ich haben, ja. Dazu ein schlechter Buff. Da kommt die Violet. Oh, die crittet ordentlich rein, du. Wir können jetzt hoffentlich hier den Tower pushen. Der hat mich noch getroffen. Interessant. Ah, ich habe meinen Dash doof benutzt. Ich habe da keinen Reset bekommen. Aber wir kriegen noch den Tower. Liliana habe ich mir noch nicht richtig angeschaut, G-Game. Der schlechte Buff ist auch schlecht. Discord habe ich ja. Knock-up. Nee, Knock-up ist es halt auch nicht. Knock-up ist es halt, wenn du ihn nach oben knockst, so. Ich weiß nicht genau, wie man dieses Hin- und Herschieben nennen kann. Ja, sehr, sehr gut funktionieren die Friendly Fire. Abklingzeit auf Lauriel ist sehr, sehr gut. Also wirklich. Ist nicht ohne. Knockback? Stimmt, Knockback. Ne, ein Dash ist es nicht, es ist ein Knockback, ja. Knockback. Pushen auch nicht unbedingt, eher ein Knockback. Ja. Das passt. Push up, push, push. Ne, Knockback. Knockback ist richtig. Panzer? Was? Panzer? Da gibt's noch keine Infos, Clemens, wann der nächste Held rauskommt. Ich glaube, da kann dir keiner eine eindeutige Antwort drüber geben. Wow. Boosted me. Ich gehe mal in die Mitte, mache hier den Tower, wenn die da alle fighten. Base Tower nehmen. Hoffentlich Max, das kann sein. Moin, Einhörn, hi.
Also Max soll halt auch demnächst rauskommen, aber... Moin, Suicide Victory. Hi, schön, dass du dabei bist. Warum das traurige Gesicht? Und Einhorn wieder mit seinem obligatorischen guten Morgen. Das Death-Item bei den CDR-Arkana, was? Nee, nicht unbedingt. Ich baue ja Machtwort und kann später vielleicht nochmal ein Death-Item dazu bauen. Ja, ich denke auch, Didi, so 2 Wochen Rotation. Nice Ultimate, so 2 Wochen Rotation wird es, denke ich, geben, so. Ungefähr. Wir kriegen hier gerade keine Tower reingepusht, Leute. Etwas blöd. Mach mal die Top-Lane. Mit genug Items können sehr, sehr viele Helden den Slayer alleine machen. Ich würde ja nicht diven, was wir nicht diven müssen, aber ich springe trotzdem rein. Tower, Tower, Tower. Haben wir den? Den haben wir, den Tower, ja. Als CDR-Kana würde ich fürs Machtwort-Bild halt wirklich empfehlen, ne? Ohne das ist es alles so ein wenig, weiß ich nicht. Middle Tower. Nice, haben den Tower weg. Und wir wissen, Mina hat keine Ultimate mehr. Das ist auch sehr wichtig für uns. Ja, die Immunitäts-Mechanik muss auf jeden Fall weg, Nalemras. Das finde ich auch. Ich meine, der Held ist so stark und dadurch wird er einfach total OP. Oh, ich glaube, ich bin RIP, Leute. Ich glaube, ich bin RIP. Tiamo spielt wieder Poxy, ja. Ich glaube, ich bin RIP in Peace. So. Das andere CDR-Kanabild, ja, gibt es auch. Das war der Throw, Leute. Jetzt sterben sie alle und dann finishen die Gegner das Game. GG auf jeden Fall. GGG. Das war sehr, sehr deep, ja. Toon wird genervt. Nee, denke ich nicht. Also er könnte Nerf gebrauchen, aber ich denke nicht, dass er einen kriegt. Obwohl ich denke, sie können nicht finishen. Aber es war auf jeden Fall ein Throw. Kriegen jetzt die ganzen Seitentower. Also einige auf jeden Fall. Okay, bisher haben sie die T1-Tower bekommen. Ich hoffe, der Chao kommt raus. Ja. Und gleich noch auf jeden Fall irgendwie nach der Hekar, das muss ich mir auf jeden Fall noch Rüstung kaufen. Ein anderes CRDR-Bild geht halt auch mit Crimson Banner und so weiter, ne? So, Seitenlanes wären gut, wenn wir die pushen. Bumsbüber. Ich hoffe, die Klausur wird gut. Ich wünsche dir alles Gute. Okay, Zuka pusht rechts. Ja, die Split pushen uns gerade richtig kaputt. Habe ich das Gefühl. Der nimmt da for free den Tower. Weil er nicht... Nice. Der ist tot. Jetzt müssen wir die nur noch hier snacken. Leider kein Ultimate. Werde ich auf die Violet gehen? Da ich die zumindest irgendwie hier weghalte. Okay, das war das Game, glaube ich.
Wir brauchen hier Minions. Wir brauchen Minions. Minions, Minions. Da sind sie. Kann ich machen, ja. Wir müssen eigentlich nur den Core angreifen. Dann haben wir es. Ja. GG. Schönes Game. Fast noch gethrowt. Fast noch gethrowt. Aber haben es noch geschafft. Schöner Teamfight auf jeden Fall. GG. Schönes Game, Leute. Sehr, sehr gut gespielt. Alle einen schönen Daumen, meine Freunde. Sehr, sehr cooles Game. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see a stream.